Wir kommen jetzt bei der SPPM noch zu erweiterten Formen der Kommunikationsmodellierung, das heißt Konstrukten, die wir so auch noch bei keinen anderen Modellierungssprachen gesehen haben und die wir hier verwenden können, um genau diese Kommunikationsbeziehungen zwischen Subjekten exakter zu beschreiben. Beide Mechanismen, die wir kennenlernen werden, die Input-Pools und die Geschäftsobjekte, manifestieren sich jetzt nicht in der grafischen Darstellung der Modellierungssprache, sind aber Konzepte, die eben vorgesehen sind und die es dann möglich machen, ein Prozessmodell, das bereits erstellt wurde, detaillierter auszuspezifizieren bzw. zu konfigurieren. Vielleicht zu den Input-Pools, weil das tatsächlich etwas ist, was es so in dieser Form in den anderen Modellierungssprachen gar nicht gibt. Der Input Pool ist eine explizite Repräsentation analog zu einem Postkasten, das heißt des Posteingangs eines Subjektes. Das heißt, für jedes Subjekt existiert ein Input Pool, in dem die Nachrichten, die von anderen Subjekten gesendet werden, über einen Sendezustand grundsätzlich einmal zugestellt werden. Und der Empfangszustand schaut dann grundsätzlich immer in diesem Input-Pool nach, ob eine passende Nachricht da ist, wann der Zustand aktiviert wird, und geht dann entsprechend, wenn so eine Nachricht vorliegt, den entsprechenden Ausgang, den entsprechenden Fluss weiter und nimmt diese Nachricht damit auch aus dem Input-Pool heraus. Das heißt, es ist eine Entkopplungsstelle zwischen Sender und Empfänger im Wesentlichen, erlaubt es uns dann in weiterer Folge zum Beispiel auch Nachrichten in beliebiger Folge abzuarbeiten. Das heißt, wenn wir, so wie wir das bei dem Beispiel zuvor gehabt haben, wenn wir da oben nochmal herschauen, wenn wir die Beurteilung, die negative Beurteilung, die wir hier hatten, wenn wir das dann nochmal weg tun, um das nochmal anzeichnen zu können, wenn wir die negative Beurteilung benötigen und die Begründung benötigen, muss nicht notwendigerweise beides genau in dieser Sequenz auch bei dem Subjekt ankommen. Es kann auch zuerst die Begründung kommen, die würde in diesem Input-Pool zwischengespeichert werden und dann, wenn sobald die negative Beurteilung ankommt, kann die verarbeitet werden. Dann liegt ja die Begründung im nächsten Schritt auch schon im Input-Pool und der Empfangszustand kann dann auch direkt unmittelbar weiter bearbeitet werden. Den Input-Pool kann man auch beschränken in seiner Kapazität, das heißt, wie viele Nachrichten er halten kann und auch welche Arten von Nachrichten er halten kann. Das heißt, man könnte auch festlegen, dass eine bestimmte Art von Nachricht überhaupt nicht entgegengenommen wird. Eher seltenes Szenario, ein eher gängigeres Szenario ist, dass man sagt, man möchte eine beschränkte Anzahl von Speicherstellen haben, um zum Beispiel ein System in sich nicht zu überlasten. Wenn man irgendwann einen Produzent von Nachrichten hat, der sehr viele Nachrichten produziert und an irgendeiner anderen Stelle ein Subjekt hat, das diese Nachrichten verarbeitet und das ist zeitaufwendiger, dann kann es passieren, dass da irgendwann dadurch, dass Nachrichten schneller produziert werden, als sie verarbeitet werden können, irgendwann einmal Überlast entsteht, ein Bottleneck entsteht und der gesamte Prozess nicht mehr effizient abgearbeitet werden oder effektiv abgearbeitet werden kann. Deswegen kann es sinnvoll sein, von vornherein festzulegen, mein Input-Pool soll maximal 5 Speicherstellen haben und mehr Elemente oder mehr Nachrichten können da drinnen nicht zwischengespeichert werden. Was würde dann passieren, wenn der Input-Pool voll ist? Sobald der Input-Pool voll werden würde, müssten Sendezustände warten, bis die Nachricht tatsächlich abgeliefert werden kann. Das heißt, ein Sendezustand, der normalerweise die Nachricht einfach wegschickt, würde plötzlich blockieren. Wir kennen das aus der BPMN nicht. In der BPMN haben wir besprochen, dort gab es das Nachrichtensende-Event und das Nachrichtensende-Event nimmt dort nie Zeit in Anspruch. Das heißt, sobald ich da eine Nachricht wegsende, ist sie weg und für den sendenden Pool kann der Sequenzfluss auf jeden Fall sofort weiter durchgeführt werden. Beim Empfänger wird die Nachricht zwischengespeichert. Das heißt, implizit gibt es dort schon sowas wie dieses Input-Pool-Konzept. Man kann diesen Input-Pool allerdings in der BPMN nicht in der Größe beschränken. Es ist immer ein sogenannter asynchroner Sendevorgang. Das heißt, wir schicken weg und können weitermachen. Wir kümmern uns nicht darum, ob die Nachricht zugestellt werden konnte.
In der SPPM können wir eben dieses wir warten darauf, bis tatsächlich die Nachricht zugestellt wurde, simulieren, indem der Input-Pool eines Subjektes ganz absichtlich auf Null gestellt wird. Das heißt, er keine Zwischenspeicherkapazität hat, dann kann eine Nachricht nur dann zugestellt werden, wenn das Subjekt im entsprechenden Empfangszustand ist, und wir bekommen so eine Synchronisierung, eine Abstimmung, ein Aufeinanderwarten der beiden Subjekte, die miteinander kommunizieren. Also im klassischen Betrieb, wenn nichts näher spezifiziert ist, verhält sich die SPPM so wie die BPMN. Das heißt, ein asynchrones Senden, beliebig viele Nachrichten können entgegengenommen werden, beliebig viele Nachrichten werden zwischengespeichert und dann abgearbeitet, sobald der Empfangszustand aktiviert wird. Wenn man den Input-Pool in der Größe beschränkt, dann kann man eine stärkere Kopplung zwischen den Subjekten realisieren, und die Subjekte warten dann aufeinander, bis sie jeweils mit der Verarbeitung, bis sie wieder eine Nachricht entgegennehmen können. So viel zum Input-Pool. Wie gesagt, keine grafische Repräsentation in der Modellierungssprache. Das ist etwas, was man entweder textuell festlegen würde oder in einem Modellierungswerkzeug, das dann die Ausführung gegebenenfalls des Prozesses auch unterstützt, konfigurieren könnte. Das Zweite, womit wir den Kommunikationsverlauf näher beschreiben können, sind sogenannte Geschäftsobjekte. Die Geschäftsobjekte sind im Wesentlichen der Inhalt der Nachricht, die wir übermitteln, und das sind, die tragen die Daten, mit denen wir innerhalb der Subjekte arbeiten können. Das heißt, wir spezifizieren hier, welche Elemente, welche Felder, wenn wir im oder welche Attribute, wenn wir im Programmiersinn denken, wir denn beim Senden einer Nachricht tatsächlich übermitteln, welche Art von Daten das ist und welche Gültigkeitsbedingungen es unter Umständen gibt. Ein Beispiel hier, wir modellieren vielleicht einen Beantragungsprozess für was auch immer, eine Dienstreise in diesem Fall, und beschreiben dann dazu ein Geschäftsobjekt, das diesen Dienstreiseantrag repräsentiert. Und dieser Dienstreiseantrag würde dann mit den Nachrichten zwischen den beteiligten Stellen übermittelt werden. Da drinnen können wir jetzt unterschiedliche Bereiche definieren und unterschiedliche Datenfelder. Das heißt, wir brauchen in einem Dienstreiseantrag Daten zum Antragsteller, benennen die, können die dann näher beschreiben, können auch deren Datentyp festlegen. Dort orientieren wir uns an Programmiersprachen. Das heißt, ist es sowas wie Character String oder ist es sowas wie eine Ganzzahl, ein Integer? Ist ein Feld verpflichtend oder ein Kann-Feld, also muss oder kann, mandatory oder optional auf Englisch. Auch das kann man festlegen, ob ein Feld also ausgefüllt werden muss oder nicht. Und gegebenenfalls ein Gültigkeitsbereich oder Default-Wert, der eingefüllt wird, wenn nichts angegeben wurde. Auch das kann festgelegt werden. Im Wesentlichen definieren wir damit unsere Datenübertragung. Was wichtig ist an dieser Stelle, ist, dass man ein Geschäftsobjekt eher umfassend definiert, also so, dass es die Daten hält, die für den jeweiligen Geschäftsfall auch tatsächlich zusammengehörig verarbeitet werden müssen, auch wenn vielleicht an einer bestimmten Stelle im Prozess noch nicht alle Daten verfügbar sind. Das heißt zum Beispiel, dass diese Daten zur Genehmigung vielleicht im ersten Schritt noch gar nicht notwendig sind oder vorhanden sind, dass sie aber am Ende des Prozesses oder zu dem Zeitpunkt, wo sie dann bearbeitet werden, verpflichtend festgelegt werden müssen. Das heißt, man wird alles in einen Geschäftsprozess, in ein Geschäftsobjekt rein modellieren und dem Geschäftsobjekt, und das ist dann der zweite Schritt, dem Geschäftsobjekt unterschiedliche Zustände zuweisen. Das heißt, man kann hier an dieser Stelle noch festlegen, dass das Geschäftsobjekt sich, was die Pflichtfelder oder überhaupt die Felder, die es enthalten soll oder die sichtbar sein sollen, über den Verlauf des Prozesses verändert. Man kann sich vorstellen, dass während der Buchung einer Dienstreise andere Felder wichtig sind als zur eigentlichen Genehmigung der Dienstreise. Wo es bei der Genehmigung um die Festlegung
des Genehmigungsvermerks gehen würde und die Festlegung der Kostenstelle zum Beispiel, ist bei der Buchung vielleicht eher die Buchungsbestätigung hier beziehungsweise Reisebeginn und Reiseende notwendiger festzulegen. Auch das wiederum wird nicht im Modell selbst, in der Modellvisualisierung selbst abgebildet, sondern tatsächlich als Zusatzinformation in einer Tabelle, auf die wir dann im Modell bei der Modellierung der Nachrichten referenzieren. So viel zu den Sprachelementen der BPM, der SBPM in Abgrenzung zur BPMN, wollte ich sagen. Sehen wir hier einen sehr kompakten Sprachschatz, der aber dann dazu führt, dass Prozessmodelle, wenn sie komplexer werden, potenziell umfangreicher werden. Das heißt, der schon einmal bei der BPMN besprochene Trade-off, dass wir eine sehr komplexe Sprache haben, dafür sehr komplexe, kompakte Modelle bauen können, der kehrt sich hier um. Hier, weil wir haben eine sehr einfache Sprache, die vielleicht einfacher zu erlernen ist als die Vielzahl von Elementen in der BPMN, die aber dazu führt, dass die Modelle umfangreicher werden. Dem begegnet die SBPM, indem sie die Modelle in Einzelteile in der Visualisierung unterteilt, also die Interaktion in einem Diagramm abbildet zwischen den Subjekten und dann für jedes Subjekt ein separates Diagramm. Und auch hier haben wir schon besprochen, kann das sinnvoll sein, das zu verwenden, vor allem wenn es darum geht, dass sich die beteiligten Akteure auf ihre Beiträge jeweils fokussieren können, gar nicht vielleicht interessiert sind daran, was andere Subjekte im Prozess machen und wir nur auf Interaktionsebene dann zu einer Abstimmung über die erwarteten und zur Verfügung gestellten Informationen mit den Nachrichten kommen. Welche Sprache man jetzt für welchen Anwendungsfall nimmt, beziehungsweise was die Auswahlkriterien sind, das schauen wir uns jetzt dann im nächsten Video nochmal an.